Wir sind auf Freitag, den 9.7., 11.28 Uhr. Ja, und jetzt gehen wir ab nach Den Haag. Ja, die kleine Kira rausholen, ne, und ihr ein besseres Leben bereiten. Ja, und die meine liebe Nachbarin Maya holen wir auch direkt ab. Bis später. Glück auf und hallo, meine Lieben. Ja, neue Reihe Mitch Tier Special. Ja, heute im Fokus, ja, die kleine Kira. Ja, wie ich das schon gesagt habe, die haben wir aus Holland, aus Den Haag abgeholt. Ja, und da hat die ein nicht so schönes Leben gehabt. Die Mädel ist 5 und erkennt er natürlich sofort, ist ein Malinois-Mädchen. Also, ihr wisst, was die können und was die brauchen. Und die meisten wissen das zumindest. Macht euch mal schlau oder ich binde mal ein Video daher noch mit an. Und die muss man da rausholen. Ja, die kannte auch in ihrem Leben nur ihren Käfig, ihren Bench. Ja, und mal ein bisschen was vor der Tür, mal Pipi machen und so was. Und das ist aus meiner Sicht natürlich ganz schlimm. Aus jeder Sicht einfach. Das ist nicht mehr artgerecht für einen Yorkshire Terrier, geschweige denn für so ein prächtiges Tier. Ja, und die holen wir ab oder haben wir abgeholt. Und wird sich bei uns hier entwickelt und gerade auch mit dem Dicken, mit dem Dutch, den kennt er ja. Ja, das wird sich zeigen und da lassen wir euch dann auch mal teilhaben. Ja, also hier sowohl mehr oder weniger der erste Teil. Und gucken wir mal. Ja, was? Genau, die Amis haben ja nur so Hunde. Mach die weg, mach den weg. Amis, Mexikaner. Mexikaner, ja. Grüße an Sascha, schönen Urlaub noch. Ja, der Dicke, der ist ja auch ein bisschen besonders, ne? Habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Alles, was vier Beine hat und so zwischen Maus und Pferd firmiert, da geht der drauf. Ne? Der hat einen kleinen Schaden und den habe ich auch. Ich respektiere das. Und der hat ja seinen Raum und seine Abenteuer, was ihm natürlich wieder gefehlt hat. Ja, dann ist eine Partnerin. Ne? Ja, bist ja durch die das vorletzte Video. Seine Freundin, die ist ja nun mal halt weg und jetzt hat er eine neue Freundin und da sind wir mal ganz schön gespannt drauf. Aber jetzt genug gelabert. Ne? Falls ihr Fragen haben solltet oder irgendwie was mitteilen wollt, einfach eine Kommentare, wie immer. Ne? Ja, dann starten wir mal da, wo ich in Den Haag ankomme. Schatzi. Ja, hallo. Kira? Ja, ist sie leuk? Hast du hier? Ja. Ja, bei Megida, für mich. Und dann den großen Moment haben wir jetzt. Ne? Ja, natürlich. Ja, hallo, Schatz. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn hier? Dein neues Zuhause, ja. Ja, dann guck dich mal schön um. Ja, dann guck dich mal fein um. Ah, ist halt nicht herzzerreißend. Ja, genau, erstmal hinpinkeln. Ja, richtig. Ja, was ist denn das hier? Ist das fein? Möchtest du hier bleiben? Ja, bleibst du auch. Ja, hier riecht halt nach Dutch, ne? Ja, komm, Schatz. Ja, komm, Schatz. Ja, was meinst du denn? Und, auf Deutschland Platz, das ist richtig. Oh, schon die Witterung aufgenommen. Hallo, Kira. Hallo, Schatz. Hallo, Schwäche. Hä? Das ist neu hier. Schön, dass wir hier aufgeräumt haben. Ja, lachen wir da. Natürlich. Das ist sehr schön. So. Los geht's, ne? Ja, gib. Heftig, heftig. Ja, ne? Ja. Ja, dann hat das schon mal geklappt. Und jetzt zum schwierigen Thema der Zusammenführung. Ich hatte den Dicken ja schon ein paar Tage vorher so ein bisschen vorkonditioniert. Sprich immer Kira, damit er schon mal was im Kopf hat. Und natürlich dann jetzt auch hier mit dem Geruch, ne, die schon mal sich ein bisschen wittern. Ja, und weiter geht's. Wer ist das denn? Hä? Ja, was denn, Dicker? Ja, was denn? Hä?
Riech ich nach Kira, ja? Ja? Ja, warte mal ab gleich, mein Buschi. Kommt ihr da am Fenster? Ja, hallo? Freust du dich? Ja, guck mal da, Kira. Ja, du musst dich benehmen, du Affe. Ja. Ja, hallo, Schatz. Ja, hallo. Benimm dich, habe ich gesagt, benimm dich, sonst bleibst du drin. Nee, der freut sich, guck dir mal an. Ja, ja, hast du eine neue Perle jetzt? Ja, dann haben wir das selber lieb. Sonst haut die dir auch wieder ab. Ja. Dann versuchen wir jetzt mal den Erstkontakt. Doch, machen wir. Ja, wer ist denn da? Dodge, hier! Ja, war natürlich wieder ein geistreicher Erguss von mir. Ne, zu glauben, den hält ein Tor auf. Ja, hat eine kleine Keilerei gegeben, nichts weiter passiert. Ne, die ist auch entspannt noch im Anschluss, schön gewesen. Ja, Herz kennt trotzdem in den Augen und ja, ich weiß nicht, was die sich jetzt denkt. Auf jeden Fall lassen wir uns jetzt ein paar Tage Zeit, hat die sich erstmal eingewöhnt. Ja, die braucht die auch und dann versuchen wir das nochmal. Ja, und jetzt liegt der Pappkopf gerade hier bei den Aufnahmen hier. Unter dem Tisch ist am Janken, die Herz geht in den Augen. Ja, und vermisst die Puppe, die er vorher noch Geld wollte. Aber der wird schon den Gentleman raushängen lassen, das kennen wir ja von ihm. Ja, falls euch das gefallen haben sollte, seid gespannt auf den zweiten Teil. Ja, der kommt auch in ein paar Tagen. Und ich verbleib da mal wieder mit einem herzlichen Glück auf und bis bald.